Ja, sehr schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Seher unseres international YouTube-Kanals. Sie sehen wieder einmal Fritz Edlinger. Ich muss mich für die etwas schwächere Bildqualität, bei der Tonqualität bemühen wir uns, aber bei der Bildqualität entschuldigen. Das ist leider die Qualität meines Aufnahmegerätes in meinem Office. Sie sehen mich heute im Hintergrund in meinem Büro im 10. Bezirk, nicht weit von meinem Homeoffice, und daher pendle ich relativ regelmäßig. Ich darf zunächst einmal damit beginnen, für manche ohne dies bereits etwas, was Sie kennen, aber vielleicht sicherheitshalber noch einmal resümierend, die Umstellungen, die wir als Zeitschrift veranlasst waren durch den Coronavirus auch bei uns selbst durchzuführen. Wir haben gerade knapp vor Beginn der Krise unser Heft 1 2020 herausgebracht, mit dem wir ja eine doch weitgehende Umstellung unserer Redaktionsarbeit, wir haben neue Kolumnen etc. etc. Das haben, nehme ich an, die meisten, die jetzt auf dieses Video hören, ja ohne dies gesehen und schon auch in Erinnerung. Leider sind wir kurz nach dem Erscheinen des Heftes, das leider auch im Verkauf im freien Handel durch die Einschränkungen sehr gehandicapt worden ist. Wir hoffen, dass wir jetzt, wo die Buchhandlungen wieder offen sind, auch etwas den Verkauf nachholen können. Aber wir sind dann gezwungen worden, eben unser System weitgehend umzustellen. Es ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht klar, wann das nächste ordentliche gedruckte Heft Nummer 2 erscheinen wird. Realistischerweise kann man davon ausgehen, dass vor Ende Mai kaum es möglich sein wird. Wir haben allerdings kurzfristig reagiert, insofern, dass wir ein elektronisches Sonderheft begonnen haben. Es sind davon bereits zwei Exemplare erschienen, eben über Internet. Im Übrigen für jene, die das noch nicht gesehen haben, sie müssen sich um die elektronischen Hefte, die durchaus auch ähnlich gestaltet sind wie unsere normalen Hefte, müssen Sie sich eintragen in die Liste unserer Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten. Das machen Sie am einfachsten über unsere Webseite www.internationalor.at. Wir versuchen dort einerseits natürlich auf das Thema Nummer 1, auf die Krise und verschiedene gesundheitspolitische, aber vor allem auch politische, administrative Begleiterscheinung des momentanen Ausnahmezustandes einzugehen. Aber bewusst, und das ist bewusst auch das Programm dieser Sonderhefte, wir versuchen immer wiederum auch Themen zu behandeln, die nicht unmittelbar mit Covid-19 zu tun haben, weil wir eben als internationale Zeitschrift nicht so wie die meisten Mainstream-Medien im Wesentlichen die Entwicklungen im Rest der Welt vergessen wollen. Es gibt Kriege, es gibt Krisen, wie vorher. Manche davon sind sogar noch ärger geworden. Und wir wollen bewusst versuchen, hier auch im Gegensatz zu vielen Mainstream-Medien auch den internationalen Blick aufrechtzuerhalten.
Wir haben zum Beispiel in den beiden Sonderheften Themen behandelt wie Italien, wie Iran, Lateinamerika. In der letzten Ausgabe zum Beispiel etwas, was unmittelbar überhaupt nichts mit dem Thema Nummer 1 zu tun hat, einen ausgezeichneten Nachruf auf Ernesto Cardenal, der es verdient hat, um es etwas unpassend auszudrücken, dass man über ihn ausführlich berichtet. Ernesto Cardenal war wirklich eine historische Persönlichkeit, und zwar nicht nur für die Theologie der Befreiung in Lateinamerika, für die Innenpolitik in Nicaragua, sondern er war wirklich eine Lichtgestalt an Humanität weltweit. Wir werden uns natürlich auch weiterhin sowohl in den Sonderheften, das nächste ist bereits in Produktion, mit Corona befassen, aber auch bereits im Zusammenhang mit Corona doch auch mit Themen wie kritische Aspekte im Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahmen und vor allem, was Gott sei Dank inzwischen auch in anderen Medien schon langsam Platz greift, auch die Diskussion, was geschieht danach. Das ist eine ganz wesentliche Frage. Neben der unmittelbaren Bewältigung der Pandemie ist das eigentlich die entscheidende Frage, weil man einerseits ja doch nicht darüber hinweggehen kann, dass diese Pandemie auch durch strukturelle, gravierende Fehler des vorherrschenden weltweiten neoliberalen Wirtschaftssystems überhaupt erst, zwar nicht entstanden, aber wesentlich erweitert wurde und zu dieser weltweiten Bedrohung geworden ist, indem man in Wirklichkeit in allen Ländern der Welt, inklusive auch in den hochentwickelten europäischen Ländern, siehe Italien, siehe Großbritannien, siehe vor allem auch USA, in Wirklichkeit ein Ergebnis dessen ist, dass das Gesundheitswesen wesentlich reduziert wurde, weil es offensichtlich für bestimmte Gruppen einfach nicht genügend Profit abgeworfen hat, und man hat weltweit in Wirklichkeit eine Zweiklassenmedizin entstehen lassen, die jetzt sich auswirkt. Und es ist daher sehr wohl die Vorstellung möglich, dass, obwohl jeder heutzutage davon spricht und schreibt, nachher wird es völlig anders, der Virus wird die Welt radikal verändern. Im Übrigen darf ich in diesem Zusammenhang für fleißige Leserinnen und Leser, die Zeiten heutzutage verführen ja doch zu lesen, einen wirklich ausgezeichneten Artikel aus der letzten Ausgabe der Deutschen Blätter für deutsche und internationale Politik empfehlen. Dort schreibt der bekannte deutsche Politikwissenschaftler Ulrich Menzel einen ausgezeichneten Artikel: Der Corona-Schock, die finale Entzauberung der Globalisierung. Allein der Titel sagt alles, und darum geht es, dass man auf jeden Fall Konsequenzen zieht aus der momentanen Krise, aber die richtigen. Und nicht die Falschen. Die Falschen könnten jene sein, was man im Wesentlichen mit von gewissen oberflächlichen Veränderungen so weiter tut als bisher. Leider gibt es bereits Hinweise darauf, weil auch jetzt schon während der Krise, am Höhepunkt der Krise, in Wirklichkeit Leute, Kapitalgruppen bereits unglaubliche Gewinne gemacht haben mit dem, was sie mit ausgelöst haben. Wenn man sich vor Augen führt, vor wenigen Tagen ist es bekannt geworden, Amazon hat in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres einen Gewinn von 25 Milliarden Dollar gemacht. Der größte weltweite Kapitalverwerter und Organisator
Die Gruppe BlackRock hat unglaubliche Spekulationsgewinne gemacht. In Wirklichkeit haben sie spekuliert auf einen Verfall von Gesundheitsaktien und von Aktien großer Unternehmen, was natürlich in der Krise passiert ist. Und sie haben damit in Wirklichkeit durch das Leid der Menschen noch Milliarden von Milliarden Gewinne gemacht. Also hier gibt es Leute, Gruppen, sehr mächtige Gruppen, die eigentlich Gewinne ziehen von dem System, das sie in den letzten Jahrzehnten mit verursacht haben. Ich möchte noch zum Abschluss etwas zu unserem Heft selbst und auch zu manchen Dingen, die jetzt unmittelbar auch die österreichische Innen- und Außenpolitik betreffen. Wir sind zwar als tägliche Medienkonsumenten damit konfrontiert, dass es in Wirklichkeit nahezu keine nennenswerte Kritik an der Performance der österreichischen Bundesregierung gibt. Es gibt ganz wenige, denen die pro Tag 3, 4, 5 Mal inszenierten Pressekonferenzen möglicherweise schon etwas auf die Nerven gehen, denen inzwischen auch die gleichgeschaltete Berichterstattung vor allem von unserem staatlichen Fernsehen ebenfalls bereits schon etwas zu eindimensional ist. Aber wenn man den Umfragen glauben darf, sind 90% der Leute damit zufrieden. Aber es gibt hier in der unmittelbaren Situation kritische Aspekte, die beleuchtet werden müssen. Und das werden wir. Und es gibt aus diesen unmittelbaren kritischen Aspekten auch schon wiederum Aspekte oder Tendenzen, die annehmen lassen, wie es möglicherweise nach erfolgreicher Beendigung der Pandemie weitergehen könnte. Und hier ist Kritik, ist Vorsicht angebracht. Ich persönlich und manche andere ebenfalls haben gerade wiederum in den letzten Tagen Beispiele gesehen, wo man eigentlich den Eindruck hat, dass die jetzige Regierung Türkis-Grün in wesentlichen Bereichen eigentlich eine Fortsetzung der Politik von Türkis-Blau macht. Gerade heute, diese Aufnahme wurde am 17. April gemacht. In den heutigen Zeitungen wird berichtet von einem Plan des österreichischen Innenministers, der offensichtlich seine Vergangenheit als Militäroffizier nicht ganz verleugnen kann, durch seine durchaus manchmal militante Ausdrucksweise, plant ein Abschiebezentrum für Flüchtlinge, die aufgrund der geschlossenen Grenzen ja nicht mehr weiterkommen können und schon gar nicht nach Österreich kommen können, dass also ein Abschiebezentrum in Serbien eingerichtet worden ist. Für Leute mit kurzer Erinnerung, das ist ein Plan, den Herr Kickl bereits in Diskussion gebracht hat. Also das ist ein Beispiel, wo die türkis-grüne Regierung eigentlich ungehindert Pläne weiterführt, die bereits mit der FPÖ vorbereitet waren. Es gibt ein zweites Beispiel, das auch gerade jetzt in diesen Tagen ganz aktuell wieder geworden ist, wo man sich eigentlich als anständiger Österreicher schämen müsste für die Politik dieser Bundesregierung. Gerade in diesen Tagen wurden die ersten minderjährigen Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern begonnen, in bestimmte EU-Staaten eben
verbracht zu werden, um dort betreut zu werden. Insgesamt hat man sich nach langen, mühsamen Verhandlungen darauf geeinigt, dass 1600, man möge sich die Zahl vor Augen führen, angesichts der 10 und Hunderttausenden Flüchtlinge, um die es geht. Also man hat sich zu der großartigen humanitären Geste entschlossen, 1600 davon aus griechischen Lagern zu evakuieren. Und zwar 8 Staaten, EU-Staaten von inzwischen 27 haben sich bereit erklärt dazu. An der Spitze Deutschland. Jenes Land, das fehlt, ist, wie weiter nicht überraschend, das ist auch eine klare Fortsetzung der Kickl-Politik, Österreich fehlt hier. Wie Österreich insgesamt in den letzten Monaten bei vielen Fragen, wo man europäische Solidarität, und gerade die wäre heute notwendig, die ist lebenswichtig für die Gegenwart, aber auch für die zukünftige Bewältigung vieler Probleme in Europa. Österreich steht auf der Bremse. Österreich steht auf der Bremse, wenn es um die Budgetfragen geht. Man will zwar mehr Außenschutz, man will bestimmte Dinge dazu haben, aber man ist dagegen, das EU-Budget anzupassen dorthin, wo es inzwischen eigentlich dringend notwendig wäre. Und ein ganz kleines Beispiel, das nur die österreichische Bundesregierung anbelangt, und hier gehe ich zurück auf die Zeit vor der Krise, also zu dem Zeitpunkt, wo in relativ kurzer Zeit zwischen der neuen Bundesregierung, also zwischen Türkis und Grün, das Budget für 2020 und 2021 ausverhandelt worden ist. Das lag ja bereits vor, noch absolut nicht vorwegnehmend die riesigen Belastungen, die auf uns zukommen werden durch die Bewältigung der Krise. Natürlich wird das Budget, das jetzt in den nächsten Monaten irgendwann einmal kommt, ganz anders aussehen müssen als das, welches Anfang des Jahres vorbereitet worden ist. Aber dieses vorbereitete Budget enthüllt ganz genau die Absichten dieser Regierung, und das sind ebenfalls wiederum leere Versprechungen gewesen. Ich kann mich noch erinnern an die Ankündigung, vor allem von der grünen Seite, wir werden Entwicklungshilfe, wir werden Auslandskatastrophenhilfe vervielfachen. Das Ergebnis war dieser Vervielfachung. Die Mittel insgesamt, die Budgetmittel insgesamt, die dem Außenministerium zur Verfügung gestanden wären, wurden um mehr als 5% gekürzt. Man spricht zwar davon, was man alles in Afrika und im Nahen Osten tun will, aber das Budget dafür, für die Menschen, für die Beamten, für die Experten, die das durchführen sollten, wurde gekürzt. Es wurde die österreichischen Entwicklungshilfegelder, die ja schon seit vielen Jahren ein Hohn sind. Wir waren in den letzten 10 Jahren, vielleicht schon länger, kürzer, das kann ich jetzt kurzfristig nicht ausführen, hat Österreich die berühmte Position gehabt zwischen dem letzten, dem vorletzten oder im besten Jahren den drittvorletzten Platz der europäischen Staaten, der OECD-Staaten einzunehmen. Es steht zwar immer wiederum, auch diese Bundesregierung hat irgendwann einmal gesagt, das traditionelle, seit vielen Jahrzehnten von kaum jemand erreichte Ziel von 0,7% öffentlicher Entwicklungshilfe, ist bei Weitem nicht erreicht. Also in dem im Jänner verhandelten Budget wäre die österreichischen Entwicklungszahlungen bei 0,27
Prozent gewesen. Damit hätten wir wahrscheinlich, die anderen Zahlen sind mir jetzt nicht ganz bekannt, aber ich glaube, wir hätten den vorletzten Platz eingenommen als eines der reichsten Länder Europas. Das ist eine Schande. Und das sind alles Beispiele, wie diese Regierung, leider auch jene jetzt statt Blau mit Grün, in Wirklichkeit Wasser predigt und Wein, Champagner sauft. Zwei ganz aktuelle Beispiele dazu, für die man sich als Österreicher international ebenfalls nur schämen kann. Die Bundesregierung hat, wie Sie schon vor einigen Monaten massiv unter Druck gekommen ist und man ja immer gesagt hat, man wird etwas zur Flüchtlingsabwehr quasi in den Herkunftsländern der Flüchtlinge tun, hat die österreichische Bundesregierung, und bitte sich das jetzt ganz genau anzuhören, den riesigen, unglaublichen Betrag von 3 Millionen Euro für Projekte in Syrien freigegeben. Was damit passiert ist, weiß man bis heute nicht. Es hat keinen Bericht gegeben darüber. Und noch blamabler, eine Million für aktuelle Hilfe in den Flüchtlingslagern an der türkisch-griechischen Grenze. Davon wurden allerdings dann gleich mitbezahlt die Entsendung von österreichischen Polizisten, die, wie man in Fernsehberichten dann sogar schon gesehen hat, dort mit einem sündteuren Bulletproof gepanzerten Fahrzeug durch die Gegend kutschieren, um einfach die gefährlichen Angriffe von den Flüchtlingen, die sich dort in den Lagern aufhalten, abzuwehren. Das ist die Praxis dieser österreichischen Bundesregierung, und als ein Mensch, der ich persönlich seit vielen Jahrzehnten für internationale Solidarität, und auch unsere Zeitschrift ist ein Projekt, ist ein Objekt zur Diskussion und zur Vertiefung der österreichischen Solidarität als eines der reichsten Länder der Welt mit den Armen in der Welt zu propagieren und durchzusetzen, kann man sich eigentlich Corona hin, Corona her, weil das sind alles alte Pläne, die schon lange vorbereitet waren, eigentlich nur schämen. Und wir werden daher als Zeitschrift auch regelmäßig jetzt schon uns erlauben, auch in Corona-Zeiten, diese Themen weiterhin anzusprechen und zu berichten. Und wir werden in dem Maße, wie die aktuelle Gesundheitskrise hoffentlich bald abebbt, wiederum darauf zurückkehren, dass wir uns jenen Themen befassen, die in Österreich in Wirklichkeit nicht berücksichtigt werden, weil Österreich vor allem in der Regierung, die von einem Herrn Kurz geführt wird und mit seinen ÖVP-Paladinen eine Regierung, eine nationale, eine nationalistische Regierung, die eigentlich in erster Linie ihre eigennützigen, egoistischen Ziele im Sinn hat. Und das ist nicht das Programm der Zeitschrift International. In diesem Sinn darf ich Sie einladen, lesen Sie weiter International, abonnieren Sie unsere YouTubes, abonnieren Sie, sofern Sie das noch nicht haben, auch unsere neuen Sonderhefte, die im Durchschnitt wöchentlich herauskommen, die Sie aber leider nur dann empfangen können, wenn Sie sich auf die Newsletterliste auf unserer Webseite eintragen lassen. In diesem Sinne, überstehen Sie die Krise psychisch, physisch, und hoffentlich werden wir in einigen Monaten oder in einem halben Jahr darauf zurückblicken können, dass das eine schreckliche Zeit war, die uns alle einer ernsthaften, fast lebensbedrohlichen Prüfung unterzogen hat. Und lassen Sie uns hoffen, dass wir diese Prüfung
um es im Schuljargon zu sagen, auch richtig bestanden haben. Herzlichen Dank und alles Gute.